Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu StreetyGuys Let's Play. Ja, der Server steht wieder. Es waren anscheinend zu viele Entities, weil ich da mitmischen wollte. Deswegen machen wir das jetzt einzeln. Ja. Ich bin übrigens auch da. Ja, ja, stimmt. Hallo. Genau, der Tribolo ist auch da. Ganz vergessen. Ah, Diamond Block, ja, sauber. Oh, Fans. Brauchst du noch ein paar Fans? Immer. Immer. Unlucky Squid. Unlucky Squid. Das ist ja so geil. Denn Unlucky Squid was slain by Lazak. Ist ja geil. Ach je. Es gibt ja noch eine Lucky Cow und sowas. Was denn jetzt? Hä? Ist er so rausgekommen? Ich bin da so rausgebackt. Ja, cool. Ja. Warte, ich hab einen Diamantblock. Jetzt muss ich bloß mal hinkommen. Ja, bis dann so. Die fröhlichen Holzhackerburm. Mhm. Stunden später, Wochen später. Oh, wow, ja. Ich habe den ersten Block abgehackt. Lass liegen. Ja. Probieren wir es mal so. Oh, Seeds. Oh, wie toll. Spinn. Kümmer dich nicht drum. Einfach so hinnehmen. Ich finde das so geil. Und tschüss. Tschüss. Oh, was ist das? Das sind jetzt hier Skelette, die Skelette, irgendwo genau, in der Wand gespawnt sind und sich gerade zu Tode backen. Ja, ich glaube, also das ist... In den Dings waren die drin. Geil. In den Blöcken, oder was? Ja. Ach, geil. Jetzt haben wir irgendwo Zombies, die sich gerade tot backen, gebacken haben. Oder ist ihn runtergefallen. Eins von beiden. Oder das. Ja. Also, wenn ihr Lucky Blocks, Blocks öffnet, ne, dann am besten so. Uah! Boah. Oh! Da ganz war noch ein Nitro-Krieber. Ach, das auch noch. Ja. Ich habe jetzt noch einen neuen Hut. T-Rex. Okay. Oder oh ja, hier bei den Trophäen, da habe ich viele Hüte bekommen. Boah. Oh ja, ich auch. Frag nicht. Ich auch. Viele Essenzen. Na, ist egal. Ja, ich habe noch den Magneten an. Eben okay. Halt auch, damit dieser Eterni... mit dieser Fehler nicht nochmal entsteht. Ja. Okay, hier ist gerade eine ganze Dingens noch dazu gekommen. Oh, nee, das Stern. Oh, cool. Achso, du hast... Muffler, ja, okay. Endertank. Oh, schon wieder ein paar Skelette. Uah, jetzt sind sie hier. Siehst du, die Bomben, da kann ich ja auch mal den Zuschauern was nebenbei erzählen. Die Bomben habe ich jetzt das erste Mal tatsächlich gebraucht. Oh. Warum gebraucht? Im Deep Dark, wenn ihr die Welt runterladet und ins Deep Dark geht. Oh, wir haben übrigens einen Diamond Hammer dazu gekriegt. Sehr geil. Cool. So. Also im Deep Dark bin ich Enrage gegangen, weil ich da ja halt diesen anderen Kram gesucht habe. Oh, ein Beacon! Verdammt! Ja, fett, Alter, wir haben sogar ein Beacon gekriegt. Ja, cool. Hätte man auch noch schnell aufstellen. Hast du noch ein bisschen Obsidian? Habe ich gerade ins AE gepackt. Okay, weil da hinten ist ein Loch entstanden. So, macht nichts. Hm. Okay. Machen wir hier weiter. Also, wie gesagt, im Deep Dark bin ich denn... Oh! Ein Nitro Creeper! Heieiei. Nein, nicht schon wieder. Ich mach gleich noch den ganzen Raum. Ah, kaputt. Ich hol mal Obsidian. Ja, das wäre, glaube ich, besser. Ach ja. Also, wie gesagt, im Deep Dark bin ich da ein bisschen Enrage gegangen, weil ich auf der Suche nach einem Cave und Cave Spiders war. Und dann habe ich nachher gelesen, die spawnen einfach so. Warte, ich hab grad Enderman Sound. Oh. Puh, weg. So, und dann bin ich einfach mal durch das Deep Dark die ganze Zeit durch, bis ich dann halt auch mal so eine scheiß Spinne gefunden hab. Ja, jedenfalls hab ich dann so einen Feenbrunnen gefunden. Ein Feenbrunnen. Ja, ja, von Darkcraft, gell? Ja. War übrigens sehr lustig anzuschauen. Mhm. Da kommt man halt nur rein, indem man diese Bomben zündet. Oh. Weg! Aua! Indem man halt die Bomben von Dartcraft zündet, so kommt man da dann halt rein. Ja. Oh. Nein, nicht schon wieder. Ich wollte gerade sagen, da kommst du aber selbstständig raus, oder? Ja. Okay. Dann mache ich ins Lucky Block rein. Fertig. Sollen das? Sollen der Scheiß hier. Ja. So. Mach den gleich auf, genau. Ja, oh, ein Lasso, sauber. Ja, oh, super. Hm. Also der Wizard wird tatsächlich noch sehr interessant. Ja, ja. Da oben ist auch noch einer.
Soll ich nochmal die Produktion anrühren mit den... Oder meinst du, wir kommen jetzt hin? Ich hab noch vier Stacks. Ja, okay. Ich muss jetzt bloß mal das Inventar mal wieder leer machen. Nein, was denn jetzt? Ich mache in der Zwischenzeit auch. Okay. Damit wir das Ganze halt ein bisschen beschleunigen. Ja. Redstone Repeater. Oh, Lucky Chestplate. Cool. Bist du da eigentlich rausgekommen? Ich habe mich einfach durch das Glas gebackt. Das kann ich schon. Ah, doch. Okay. Obsi-Block dahin. Vier Strings, Wolle. Ach, das! Das sind die Silberfische. Ah, okay. Oh, Mann, ey. Weil man weiß. Oh. Ich glaube, das war ein Creeper, kann das sein? Ja, wo bist du hin? Das sieht von meiner Sicht so aus, als wenn er dich gesprengt oder als wenn du gesprengt wurdest. Ja, wurde ich auch. Oh, Singularity. Alter, was da alles für ein Mist drin ist. Ich hab Wither-Effekt. Ey, haben wir einen Wither oder so? Ich hab Wither-Effekt. Nee, das würdest du ja sehen. Okay. Mach mal dieses andere von oben nach unten kaputt. Ja. Oh, es schneit schon wieder. Richtig. Hi. Nö. Ja, hi. Oh, jetzt habe ich auch die Taschen schon wieder voll. Ich auch. Milcheimer. Achso, warte mal, Milcheimer. Kann ich doch gleich mir mal reinzwiebeln, dann bin ich doch gleich den... Bacon Jerky. Beef Jerky. Monster Jerky. Alter, was es dann nicht alles für Zeug gibt. Ja. Golden Apple. Wir haben auch so eine Shell Storage. Den stelle ich mal einfach hier so hin. Golden so Apple. Es sieht so ein bisschen aus wie die Telefonzelle aus Doctor Who damals. Ah ja. So. Alter, ich komm gar nicht hinterher mit dem Wegdrücken. Mach ich mal weiter. Unglaublich. Mein Gott, was hier alles rauskommt. Bloß kein Wither. Wir können doch nicht jetzt noch zwei bis drei... So, da sind wir wieder. Server ist schon wieder abgekackt. Der Tribolo hat jetzt mal geguckt, anscheinend durch den Giant. Wie war das? Ja, ein Giant. Also, es steht jedes Mal da, Ticking Entity. Und so wie ich das jetzt gerade im Internet ganz schnell recherchiert habe, scheint es mit Sky Factory Version 1 ein Problem zu geben, wenn aus dem Lucky Block ein Giant erscheinen soll. Okay. Dann geht der Server in Ticking Entity. Oh. Joke immer. Spinnen. Viele Spinnen. Also ich habe mir auch gerade mal die Config angeschaut. Anscheinend können wir auch nicht die Spawn-Rate vom Wither irgendwie beeinflussen. Was ist das da schon? Ich mache das hier mal ein bisschen hell. Okay, so. Wir sind ja mittlerweile irgendwie alle Fackeln in die Kanten gekommen. Ich habe auch ein Dragon Egg bekommen. Krass. Toll. Ja, echt cool. So, gut, machen wir mal weiter. Damit wir endlich mal zum Wither kommen. Wir hoffen's. Ja, wir hoffen's wirklich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ey, ansonsten... Einfach. Oh. Nein, nicht schon wieder, oder? Ey, das gibt's doch nicht! Ah, da sind wir wieder. Anscheinend haben wir wirklich ein Problem mit den Giants, deswegen werden wir die restlichen Blöcke jetzt hier im Creative, wenn ich da reinkomme. Ja, ich hab schon hier Fist of Zen habe ich schon an. Hier, pass auf. Bam! Okay, mach mal. Fist of Zen. Creative Plus, Adventure, Survival, so. Guck mal hier, mit der Fist of Zen kann ich dir auf den Boden oder den Füßen wegschlagen. Ey! Nee, das warst du. Ja. Fist of Zen. Ja, ganz toll. Genau, Fist of Zen. Kennst du die Sendung noch? Nee. War total geil. Die war geil. Die gab's damals immer bei MTV. Ach, da hab ich immer richtig gefeiert. Ey, also ich schalte jetzt mal den Regen aus, das nervt. So. Regen? Regen. Schnee. Nein. Ja, egal. Ist schon besser. So, ich baue mich jetzt erstmal hoch. Erstmal aus dem Creative raus. Mhm. Plus Adventure Survival. Venturi. Ja, Mensch, das Dschungelcamp ist gestartet. Hast du schon geguckt? Oh. Hey, ich kann's nicht mehr hören. Ich kann's echt nicht mehr hören. Den Rotz. Nee, ist also hochinteressant mit Walter Freiwald. Der war ja auch mal Programmdirektor bei RTL. Okay. Weiß RTL nur nicht. Mhm. Stand so in den Medien drin. Und die Medien haben da allerdings einen kleinen Fehler reingehauen. Okay. Denn er war schon Programmdirektor. Nicht von RTL, aber von RTL Teleshopping. Ach je. Und die Medien haben Walter Freiwald deswegen total zerlegt, Alter. Der Quasimodo, ey. So. Jetzt fangen wir mal an. Ich hab schon wieder die Taschen voll. Das ist doch nicht normal. Ich meine, es ist nicht wirklich so, dass ich das wirklich gucke. Aber ich gucke, seitdem das wieder läuft, schaue ich verstärkt TV Total. Okay. Ja, weil da gibt es denn quasi immer das richtige Best-of. Mhm.
Das ist wohl wahr, ja. Sind so dumm, die Leute, die da sind. Alter Schwede, ey. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Nee. Ah, das Clipboard kann ich nicht reintun. Na, verdammt. Sind teilweise einfach wirklich nicht intelligent. So. Ja. Oh, was habe ich jetzt? Wither. Mhm. Also, ich habe nur den Effekt. Oh, ein Magnet. Ja, ja. Magnet von Dartcraft, cool. Und der hier, der Magnet, der Magnet aus Dartcraft, der hier auch so sinnvoll ist. Ja, ja, klar. Uah! Das waren Silberfische. Ja, ich hab's runterfallen sehen. Darf's eins nicht vergessen, die erwarten uns gleich unten alle. Nee, ich glaube, die sind tot. Ich weiß es nicht. Ich habe hier einen ganzen Stack hochgemacht. Okay. Oh. Oh. Ja, sauber. Der oberste ist wieder ein Diamantblock. Mhm. Ich mach das schon. Okay. Ja gut, ich muss eh warten. Ja, stimmt. So. Viel Spaß. Danke. Ich bin ja nur froh, dass wir die Rüstung geändert haben. Ne? Ja, weil ich auch. So kann ich dich wenigstens beobachten. Ah, Scheißkiste. Hey, nur Müll drin. Ja. Oh, mit der geht's sogar schneller. Wer? Mit wem? Mit dem Metok geht's schneller. Okay. Erstmal wieder die Taschen leer machen. Anvil. Mach ich auch gerade. Martin Chucky. Beaconator haben wir jetzt auch genug. Ja. Auch hier Beacons. Hab ich auch schon ein, zwei gehabt. Na, einfach mal. Oh, guck mal hier. Lucky Pick. Ja. So, Lucky Pick for Slain. Oh nee, ich weiß gar nicht, was diese Lucky. Ich weiß gar nicht, was diese Lucky Viecher eigentlich für einen Auftrag haben. Ich kenne die Auftragslage der Viecher nicht. Also eins sollte klar sein, sollten wir das jetzt bei Street in dieser Aufnahme nicht schaffen, dann lassen wir diesen Erfolg einfach offen. Denn das ist jetzt wirklich die ultimativ letzte Folge aus diesem... Oh oh. Was? Ja, das war ein bisschen viel. Ah, unten sind Slimes. Ja, ja. Oh, was habe ich denn jetzt bekommen? Sauber. Läuft bei dir, Alter, den Hut will ich haben. Den Hut will ich haben hier. Ja, yeah, cool. Was hat meine Katze schon wieder? Bolzpacks. Warum fallen die jetzt nicht runter? Ja, komm. Fallt. Fallt. Fallt, meine Kinder. Fallt. Ein paar sind noch auf mich getriggert. Naja, ich sehe es schon. Lucky Cow hier. Hallo. Guten Tag. Was habe ich denn? Nein, Lucky Cow. Nein, aua. Absorption. Okay. So. Oh. Creeper. Bedrock, sauber. Geil. Oh, ich hab da... Achso, nee, schade. Ich glaube nicht. Bist du noch im Creative? Nein. Doof. Warte. Sollen wir auch gleich... Meine Katze eben vor die Tür lassen. So, Creative. Bam, weg. Hindert ja nur. So. Bin ich... Achso, ich bin... Ah, ich bin immer noch im Creative. So. Adventure. Survival. Sollte es tun. So. So, probieren wir nochmal. Sitz vor der Tür. Oh, 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 oh. Mault. Ich war gerade in dieser alten Tasche drin. Ja, das sind noch drei Spinnen. Ich hab's nur zischen gehört. Hab mir gedacht so, Nein, jetzt hab ich meinen. Na, egal. Was denn? So, hast noch welche? Ja, ja, ich hab noch zwei, drei Stacks. Hä? Hab ich neue dazubekommen oder was? Kannst du haben. Oder hast du ihn Creative aufgebaut? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Naja gut, aber ist ja egal, ne? Ich meine, du könntest mir ja auch mal einen Stack zuwerfen. Klar, bist du unten? Nee, ich stehe hier, ich flieg hier. Schmeiß einfach, ich habe einen Magneten an. Okay. Eigentlich. Ich glaube, der hat das auch eine begrenzte Reichweite. Scheint so. Ich werde das Risiko jetzt mal eingehen, dass der Server sich nochmal verabschiedet und werde jetzt einfach auch mal 64 Stück aufmachen. Vielleicht kriegen wir jetzt ja irgendwo mal einen Wither raus. Ja, also den Stack mache ich jetzt auf jeden Fall noch und dann ist die Folge auch schon fertig. Ja, ne? Und dann, das ist jetzt halt wirklich das endgültige Finale. Ja. Weltdownload beiden Folgen, also der letzten Folge von mir und das in dieser ich jetzt Folge auf jeden Fall. Night Vision und Poison, Alter. So, dann wollen wir schauen. Oh, hier. Oh, jetzt bin ich blind. Schön. Ja, ich sehe gar nichts. Ich sehe. Das ist jetzt anders als sonst. Ah. Enno wieder. Ja, gell? Schlimm.
Ja, was habe ich denn hier? Grindstone. Ey. Oh. Nein! Ups. Nein! Ich möchte nicht sterben. Du sterben? Ich bin weggesprengt worden. Schwebe ich oder? Ja, ich schwebe. Ich habe Spatial-Storages jede Menge gerade bekommen. 6 Beacon. Meta-Cannon. Oh Mann, ey, wann sind die endlich weg? Oh, 22 Sekunden. Das gibt's doch gar nicht. Stuff of Traveling und all so ein Dreck. Oh, ich habe einen Bogen. Hä? Nee, das ist meiner, oder? Lucky Bow. Lucky Bow. Wer war er denn? Ach, Enderman. Ja. Lucky Bow, Power 5, Punch 2, Flame 1, Infinity 1, Unbreaking 3. Oh, ich sehe langsam wieder was. Ja, diese Lucky Bows, die sind schon mies. Oh. Also mies gut. Hoppala. Jetzt viele Endermen unten. Naja, nein! So nein! Hä? Boah. Ja, ich bin hier gerade irgendwie so. Ich sehe es gerade. Ach je. Und da bin ich mittendrin halt gespawnt anstelle. Ja. So. Ja? Oh nein, 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 nein. Oh nein! Nein, 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 oh. So, nach dem vierten Server-Crash hat Tribulo jetzt rausgefunden, dass es angeblich, oder dass es wahrscheinlich die Wither sind, die aus den Lucky Box spawnen. Und, ja, ist ihm so, ne? Also, wir haben jetzt das Problem, einfach um nochmal kurz zu erklären, laut den Server-Log ist eben gerade und auch die Male davor scheinbar ein Wither aus dem Lucky Block gespawnt. Der Server konnte scheinbar da nicht drauf reagieren. Das ist halt Waller. Wir haben halt einen Server gewählt bei einem nicht so großen Serveranbieter. Wir haben den, oder ich habe den gewählt bei PS, Playing with Skills. Play with Skill. Da habe ich den damals gewählt, weil der kostengünstig ist und weil das nicht so ein Nitrado-Scheiß ist. Und weil das mit der Bezahlung auch zusammenhängt. Denn ich wollte das ungern über PayPal machen. Die sollten das einfach per Lastschrift machen. Das ging bei Nitrado nicht, das ging hier nicht, das ging da nicht. Die wollten dann auch noch zu viel wissen von mir. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man möchte ja schon so ein bisschen anonym durchs Internet gehen, in einigen Punkten. Und scheinbar ist dieser Server auf jeden Fall nicht in der Lage, den Wither, der aus dem Lucky Block halt spawnt, bearbeiten. Jo. Kann man leider jetzt nur so sagen. Und damit muss das Achievement bei uns halt offen bleiben. Ja, leider. Leider, denn ich sehe da jetzt keine Möglichkeit, das irgendwie hinzubekommen. Also ich kann nochmal sagen, eben was in dem Crash Report steht, weil der Serverlog, der überschreibt sich immer gerne. Moment, lasst mich kurz suchen. Ansehen und bearbeiten. So. Ich poste das mal einfach in den Chat rein. Mhm. Ich weiß nicht, so. Ich habe jetzt meine Pickaxe irgendwie überschrieben mit Obsidian, aber das ist kein Problem, die hole ich mir dann wieder zurück. Das Ding steht da immer drin. Und vorher steht halt. Ticking Entity, okay. Genau. Und vorher steht halt immer drin, dass aus dem. In dem Logfile, dass eben aus dem Lucky Block ein Wither gespawnt ist. Und dann steht im nächsten Moment schon Server Shutdown. Mhm. Und dann kommt eben halt dieser Crash Report. Also, er crasht jedes Mal wegen einem Ticking Entity, das halt ein Wither ist. Können wir nichts machen. Leider nicht, leider nicht. Ja. Naja, okay, gut, ja, gut, dann ist es eben so, ne? Also auf jeden Fall hat mir diese Sky Factory mal so unterm Strich sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, mir auch. Mir auch. Also nicht nur wegen dir. Meine, das wollten die Zuschauer ja sowieso immer gerne, dass wir was zusammen machen. Ja, ich kann das gar nicht verstehen. Ich auch nicht. Also, pff, ja, was soll man sagen? Hat halt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, also nicht nur das Zusammenspiel, sondern auch so generell. Schau gerade hier mal, ob ich da noch was finde, aber nee, leider nicht. Ich habe Angst. Nee, ich habe gerade was gesehen hier. Und zwar in dem Dingens hier. In den Dingens? Kurz. Welche Dingens? In dem Dingensbummens. Dingensbummens, okay. Dingensbummenskirchen. Hm. Naja, okay, gut. Ich mache jetzt mal eine Chest fertig, wo wir dann unser Zeug reinpacken können. Ah, siehst du? Die habe ich noch vergessen. Ach, siehst du? Jetzt weiß ich auch, warum er da einen Fehler raushaut. Warum? Weil er ein Entity-ID-Order oder baut. Ja. Kann der Log, das Log zwar umsetzen, dass es ein Wither ist,
aber es gibt diese ID nicht. Ah, ID-Konflikt dann. Richtig. Mm, also sauber. Das heißt, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler innerhalb von dem Modpack in der Config wohl scheinbar. Sauber. Ja, ist dann halt so. Ja, gut. Eine Chest. Ja, Tribulus Camo-Rüstung, ne, könnt ihr ja auch dann gerne halt nochmal anziehen oder so. Ja. Freuen. Hier, kriegst du noch eine Chest. Cool, für ich, mein Zeugs, ja. Ja, ich hole mir jetzt noch einen Armor-Stand. Haben wir keinen? Okay. Weiß ich nicht. Also mein aktuelles Zeugs packe ich da jetzt halt rein. Ach, siehst du, ich muss noch hier, darf ich nicht vergessen. Man müsste ja auch noch ein paar Dinge deaktivieren, ne? Damit, wenn jemand sich die Welt runterlädt, damit das hier dann nicht alles drunter und drüber und drauf und dran und hast du nicht geht. Also ich habe einmal jetzt quasi das Dingens hier, das Cobblestone-Produktion, habe ich ausgemacht. Übrigens, wir haben jetzt 8 von den 4,7 Millionen im AE-Netz, im AE-Netzwechsel schon, hier hinten in dem Netzwerk drin. Und wir waren insgesamt nicht mal eine Stunde dabei. Ja. So, und dann müssen wir halt noch sehen, dass wir irgendwie das automatische 7 da oben oder so abstellen. Ach so, ja, stimmt, ja. Dann müssen wir, glaube ich, nur ein Kabel ziehen. Ein ME-Kabel ziehen wir da, glaube ich, einfach. Warte mal, da hinten könnte ich auch mal ausmachen. So, den stelle mal auf Active with Signal. So. Automatische 7 können wir gar nicht ausstellen. Weil dann stellen wir auch gleich die Pulverizer mit aus. Die müssten wir allerdings auch noch ausstellen. Never Active. Okay, ich stelle den Export-Bus hier einfach mal aus. Okay, es dauert noch ein bisschen, bis der da runtergefahren ist. Ist doof. Also, der Export-Bus von den 7, von den Autonomous Activatoren, hängt da oben. Mhm. Ich lasse den Server jetzt noch so lange laufen, bis die Dinger leer sind am besten. Oder weiß ich nicht. Nimm's raus. Dann musst du dann allen das rausnehmen. Ich muss hier auch noch irgendwie die Pulverizer dann auskriegen. Werde ich am besten ausmachen per der Energieleitung. Ja. Aber die Energieleitung davon trennen. Ja. Ich habe jetzt allerdings schon keine Spitzhacke mehr dabei. Ich auch nicht. Warte mal, die Guck Energie. Doch kommt, ja, die Energie kommt hier an. Die Energie müsste hier irgendwo ankommen. Genau da nämlich nicht. Wurst. Ah. Warte, hier eine Axt drin. Ich gehe nochmal runter. Mehr als genügend. Wir können das auch von unten, stimmt. Ja. Das stimmt. Das können wir mocken. So, dann machen wir das so. Machen wir hier die Leitung weg. Ich knall die dann hier dran. So. Genau. Da könnt ihr euch das Ganze denn, ne? Mhm. Die ganze Produktion wieder in Fahrt setzen, in Gang setzen, whatever. Genau. Ist da so, dran? Dann. Okay. Dann sollte das eigentlich verhältnismäßig lagfrei starten. Hoffe ich, denke ja. Ich. Weiß ich nicht. Gut. Ja. Das hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich schon auf die, aufs nächste Projekt. Ja. Also ich hab mich mal wirklich gar nicht spoilern lassen. Ich weiß, was es ist. Ich weiß die ersten 2-3 Schritte oder sowas, aber mehr auch nicht. Ja, und das Projekt, das fängt dann für uns auch gleich an. Für euch dann morgen. Müsste aber, glaube ich, bei mir auf dem Kanal dann losgehen. Ja, natürlich. Ja. Ja, und gut. Dann sehen wir mal morgen das neue Projekt, wie wir uns dann schlagen werden, ne? Mhm. Okay, gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wir würden dann sagen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann morgen auf Tribulus Kanal. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.